Was macht eigentlich Tim The Machine Wiese heute? 2012 wechselte der frühere Nationaltorwart mit großer Erwartung nach Hoffenheim. Dort absolvierte er jedoch nur 11 Spiele und wurde Anfang 2014 suspendiert. Sein Vertrag lief jedoch noch bis Sommer 2016. Er sagte direkt, dass er mit dem Fußball nichts mehr am Hut habe. Sein Gehalt erhielt er jedoch trotzdem weiter. Das waren 10 Millionen Euro über 3 Jahre, in denen er seine Karriere bereits beendet hat. Er selbst nannte es wie einen Lotto-Jackpot. 2016 stieg er bei einem Wrestling-Match während der Deutschland-Tour der WWE als The Machine in den Ring und gewann. Kurz darauf beendete er seine Wrestling-Karriere auch schon wieder. Laut eigener Aussage hätte er für 3 Jahre in die USA ziehen müssen, was er wegen seiner Familie nicht wollte. Im April 2017 stand er für den guten Zweck bei einem Kreisligaspiel im Turm. Damit wollte er sich für den Amateurfußball einsetzen. In letzter Zeit sorgte er eher für negative Schlagzeilen. Er wurde mehrmals öffentlich mit Personen aus dem rechten Milieu gesehen. Davon distanzierte er sich und entschuldigte sich. Zuletzt hat er ein Stadionverbot bei Werder Bremen erhalten. Er soll bei einem Spiel im März eine andere Person beleidigt haben. Zudem soll er nicht mehr für Bremens Traditionsmannschaft auflaufen dürfen.